Erstmal ein Prost auf mich, einen Moment. Da ist sie. Prost auf mich und schon schreit sie. Das passt. Ja, die gönnt mir auch nichts, die Alte. Wo ist denn der? Wo ist sie denn? Das ist herrlich. Schön. Ja, hier hinten ist sie doch. Seite. Ja, Mensch, guck mal. Wo sind die jetzt hier? Blöde Henne. Hier unten ist sie. Ja, komm mal her, du kriegst jetzt mal so richtig Futter hier. Für alt und für neu. So, mehr für neu. Fall um. Wo ist deine Schwester? Die muss ja auch hier rumwinseln. Sag mal. Achtung. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wir haben Horde um die Ecke, weißt du? Und jetzt müssen wir uns mit sowas hier rumschlagen. So, komm her. Er ist Feuer und Flamme. Alter, das ist ja... Aua! Sommer! Wo kommen wir denn hin da? Oh. Ja. Ja, ich würde sagen, ne? Oh, jetzt kann ich mal nachspülen. Nur die bittere Medizin wirkt, genau. Boah, das ist so ekelhaft. Ja. Ja. Kann ich voll nachvollziehen. Boah. So, warte mal, was haben wir denn noch medizintechnisch? Machen wir mal kurz schneller. Jetzt mal. Ja. Ist das für dich manchmal schwer, die richtigen Worte zu finden, wenn es um irgendwelche Sachen geht? Was habe ich gemacht? Nein, das ist so eine allgemeine Frage. Weil solltest du mal gefragt werden. So wie das die Ehefrau mit ihrem Ehemann gemacht hat. Ob der schon mal seine erotischen Gedanken zu Papier gebracht hat. Da ist die Antwort ein Zewa-Tuch nicht das Richtige. Ne? Also. Okay, alles klar. Wie was gelernt? Wie? Ah, ja, ich schon mal gehört hast. Ja, was mit den richtigen Leuten hier, dann weißt du eine ganze Menge. Und wieder was gelernt. Wieder was gelernt. Von Bernd. Ja. Hier kräht aber noch was. Wir haben hier noch Besuch irgendwo. Wo? Hier in der Bude irgendwo. Weiß ich jetzt gar nicht. Ja. Hier in der Bude, in der Garage hinten. Was ist das denn für Zeug? Was für ein Zeug meinst du? Hä? Wie hast du die... Sowas mal einmal so, wa? Hä? Wie? Hä? Also was? Ich kann dir jetzt nicht ganz folgen. Nee, du musst das, den ganzen das, Sätzen sprechen. Was? Genau. Dachte ich mir auch. Gut, dann lass uns mal zur, ne? 1,2 Kilometer. 17, 18. Dann ist halt doch ein bisschen Zeit hin, ne? Ist ja nicht um die Ecke. Bin ich schon auf Kurs? Ich bin schon unterwegs, ja. Das regnet wie Hölle. Komm mal noch nass an. 39,7% bin ich feucht. Geht aber noch. Geht noch schlimmer. Ja, geht noch schlimmer, ja. So. Du. Oh. Ah, das ging aber gerade nach so gut. Zwischen Leitplanke und Schild durchgefahren. Ja, mach doch das arme Fahrrad nicht kaputt. Nee. Ich hab mir. Das Fahrrad? Ich hab mir fast einen Ellbogen geschrammt. Scheiß auf den Ellbogen. Ja, das wolltest du sagen? Hm? Ja, bist du eigentlich dran gewohnt oder nicht? Du hast doch, glaube ich, auch bei dir in der Garage. Hast du doch auch links an der Wand auch so einen roten Streifen. Beim Einparken mit den Ellbogen draußen lässt. Das ist cooler. Ist cooler, genau. Ach, schön. Naja, irgendwo muss man ja markieren, ne? So. Ach, schön. Klingt auch nur halb richtig, aber ich weiß, was du meinst. Markier mal. Beine eben, zack. Wuff. Schön. Mir ist so, als hätten wir aber irgendwas da drüben vergessen. Explizit ich. Ne, Essen und Trinken habe ich dabei. Gut. Hast du einen Verbandskasten mit? Einen, ja.
Gut. Den großen fürs Gesicht. Ah. Habt ihr euch einen Schlafsack gebaut für da drüben? Natürlich nicht. Sehr gut. Aber wir sind am Start. 20 Fasern. Alter, bist du verrückt? Nein. Huhn. Achso. Mist, jetzt kann ich doch nicht einfach... Dieses blöde Huhn. Fang es doch. Ja, will ich machen. Wo ist denn hin? Huhn? Mhm. Ja, du musst schneller sein wie das Huhn. Ja, krieg ich hin. Hallo Hühnchen. Da ist es doch. Guck mal. Gleich bist du dran. Ich sehe ja schon, kommt es gleich, haben wir Hornnacht. Siehste. Und dann läuft er her. Hier, Reh, Wildschwein, Hase, die ganze Palette von der Speisekarte. Und wir kommen nie dran. Pass mal auf. Ja, pass mal auf, genau. So sieht das mich aus. Ja. So. Das Hühnchen ist in der Tasche. Ja, gut. So. Seid ihr alle bekloppt oder was? Geht nach Hause. Genau, es regnet. Rocker, alle da. Weil es regnet. So. Und Fine, bei dir alles gut? Ja. Lass dich nicht ablenken. Lass dich nicht ablenken, Tova. Nicht ablenken lassen. Nein. So. Oh. Na toll, wir hatten die Tür aufgelassen. Ich glaube, das war ich. Mist. Ja. Upsi. So. Ist aber schon wieder schönes Wetter hier. Das ist natürlich herrlich. Ja. Na, hier scheint die Sonne. Der Zaungänger hier, doch. Ja. Siehste, guck mal, da haben wir doch gleich mal, ne? Lödian. So ein Arsch. Schon ein. Ehrlich. So, 18,5. Ja, natürlich, jetzt kommt die Sonne raus und jetzt gewittert das, ne? Irgendwie ist dann nicht ganz richtig hier. Irgendwas läuft da schief. Mhm. Naja. Gibt Schlimmeres. Guck mal, Zora, kannst du das gebrauchen? Immer. Was denn? Liegt hier am Eingang, am Pfeil. Klar, ich kann alles gebrauchen. Verrottetes Fleisch. Mm. Sehr gut. Mm. Ich hab dich extra gefragt. Du hast ja gesagt. Also, ja, ja. Das hätte ich jetzt nicht so an. Wie viele Pfeile habt ihr? 143. 135. So, Schlafsäckle. Wo ist denn das da? Fertige mal. So. Supi. Ich komme gerade. 50. Ja, müssen wir mal gucken, wie wir brauchen. Ah, ich hab zwei. Boah, ich denke, war richtig schlecht, dieses Wetter hier langsam, ne? Und ein Fahrrad. Kochen. Sorry, dass es mit dem Ton nicht hinhaut. Ja, das ist mein Rechner. Aber okay. Doch. Ja, ist ja gut. Komm hier. Wenn man was liegt, sonst gibt es für dich. Warum lässt du das Kerschild da nicht stehen? Ich hab keine Ahnung. Hey, das ist ein Kerschild. Regulieren, genau. Geht doch nicht. Ja. Dankeschön.
Warum bezahlt ihr mich alle? Hm. Ja, wenn du nicht willst, behalten wir es. Naja, nee, ist ja alles gut. Es hat vor der Stream anfing gesagt, hier und so, und da reden wir nicht drüber, ihr müsst abdrücken und jetzt fragt er, warum es halt eben. Ja. Ich verstehe den Mann manchmal nicht. Ja, weißt du, ich habe gerade den Automaten geplündert. Schieben wir es auf Zova, er hat Geld einstecken. Okay, so machen wir es. Mhm. Wenn die Polizei kommt, er war's. Ja, er hat sie was. So, 1837, ich geh mal rein. Boah, so langsam, gell? Ja. Sicherheitsmäßig. Und, da kommt jetzt wahrscheinlich gleich nochmal so eine Wanderbehörde. Ja, die darf gerne kommen, macht ja nichts. So, ich mach mal die Tür zu. Siehst du wohl, Luke ist dicht. Jawohl, nimm der letzte noch unten die Holzkiste weg, bitte. Die mache ich auch dicht. Die Holzkiste nimmt mir auch weg. So. Sehr gut. Für mich raus. So, wenn du weggehen würdest. Ach, muss ich weggehen? Ach so. Möchte ich das? Ich weiß es nicht. Ja, Schlafsäcke habt ihr noch nicht? Doch, haben wir. Wieso brauchst du nicht? Ach doch, ja, besser ist. Ja, vorsichtshalber, gell? Ja, wir müssen sterben dann hier, ne? Siehst du. Ich wollte gerade sagen, keine Wolke in den Himmel, aber Donner, ne? Obwohl eigentlich, ja, wir spawnen ja eigentlich eh immer am Rucksack, ne? Von daher. Stimmt, ach, ja. Du bist zu spät. Oh. Ja, ich weiß. Das ist so typisch, weißt du? Ja, ehrlich. Denkt auch nicht zu Ende. Nur von der Wand bis zur Tapete. Mann. Habt ihr einen angelacht? Was für einen? Ach, Jotzen. Na, alles klar, Dani. Immer noch, weißt du, ist bei euch auch warm? Warm? Warm. Ja. Warm, also hier ist es warm. Ja, können wir noch ein bisschen verteilen. Mhm. Draußen ist es bullenwarm und vor der Tür auch. Ich glaube, im Moment ist draußen schlimmer wie hier drinnen. Ich weiß nicht, das fühlt sich also irgendwie an. Wenn du rausgehst, erschlägt es sich richtig. Bei mir weht zumindest noch ein leicht kühler Wind, dank meinem Ventilator. Ventilator? Ja, ich hab hier auch zwei Stück stehen, bloß da kriege ich irgendwie keinen Wind ab. Ja. Die pusten das alles in den Rechner rein. Und dem ist das auch wirklich scheißegal. Du sagst, mir ist warm. Nö, mir ist warm. Ja, heute mir ist warm. Nee. Ich Luft. Ich nicht heute. So. Die Mücken nerven. Ach du Himmel. Da haben wir echt kein Problem mit. Ja, Mücken habe ich gar kein Problem. Nee, ersten Stock nicht. Die kommen nicht so hoch. Die haben Höhenangst. Sehr gut. Das habe ich echt nicht. Ich habe im ersten Stock keine Probleme mit Mücken oder Fliegen und so ein Krams. Gar nichts. Nö. Das ist sowieso. Also, ich frage mich nicht, warum. Ich habe das jetzt ernst gemeint. Ich habe da echt kein Problem mit. Ja, und das, was ich hier sage, meine ich auch ernst. Ist euch mal aufgefallen? Sonst, wenn man, keine Ahnung, vor gefühlt 10, 15 Jahren ist auf der Autobahn gefahren oder Landstraßen, völlig egal, über eine längere Distanz. Ja. Ist zu Hause angekommen, Scheiben, Scheinwerfer, alles voll Blutspritzer und Fliegen und Schisselmissel. Mhm. Heutzutage fast gar nichts mehr, ne? Nee. Also, sonst hast du auch immer am Fenster überall die Pünktchen von Fliegenschiss gehabt. Ja. Ist auch nicht mehr. Ja, richtig. Alles weniger. Ja. Ja. Ja, entweder sind die klüger geworden. Nee, ich denke, die kreuzen keine Autobahn mehr. Die sagen sich, nee, das ist zu riskant. Wir gehen über die Brücke. Genau. Tja, ich weiß es nicht. Aber das ist auch von Jahr zu Jahr verschieden. Hm. Das eine Jahr, da hatten wir unheimlich Mückenplage hier ohne Ende. Ich weiß gar nicht, also du weißt nicht, wohin damit. Und das ja später aber gar nichts. Nervig, also nee, komisch. Und sonst so, ja? Aha. Ah, ihr seid doch da, gut, alles klar. Ja. Mal gucken. Wie es wird. Gut wird es, natürlich. Ich also, könnte die Drahtbürste loslegen jetzt gerade hier schon wieder, nur diese scheiß Juckerei an den Namen, ey. Eine Drahtbürste.
Oh, ja, nicht fürchterlich. Da wird es aber nicht besser. Das ist das Schlimmste. Das Schlimmste ist, wenn du ein Gipsbein oder sowas hast. Und ja, oh, wenn du eine Schiene hast, du kommst da nicht ran. Ja. Oh, ja. Hör mir doch auf, du. Ja. Und vor allem das Blöde ist ja, ist halt, du hast ja noch dieses Taubheitsgefühl, dieses, ja, keine Ahnung, als hättest du den Nerv im Rücken eingeklemmt und strahlt den Oberschenkel, weißt du? Was? So dieses Taube. Ja. Halt beim Kratzen, das fühlt sich an irgendwie als, ja, keine Ahnung. Ja, ja, kenne ich. Nimmst du die Fremde, weißt du? Ja. Ja. Er hat immer was zu jaulen, es ist einfach so. Daniel, schreibst du, Tiere mögen mich eben, besonders die mit 6 Beinen und mehr. 6 Beinen und mehr? Ja, 6 Beine und mehr sind halt sowas wie Spinnen, ne? Mhm. Haben Spinnen mehr Beine als 6? Ich glaube 8, ne? Spinnen haben 8 Beine, ja. Verflucht sie nicht schnell. Ja. Die sind flink, das ja. Das ist nicht teuer, das ist. Du sagst für 8 Beine Schuhe kaufen. Hör mal auf. Ja, eben. Wahnsinn, das sind 4 Paar Schuhe immer. Aber dann kannst du aber nur sagen, das ist auf jeden Fall eine gute Auswahl, ne? Ein paar Nike, ein paar, ne? Ein paar, keine Ahnung, Fred Astaire Gedächtnisschuhe mit Steppsohle. So, und jetzt warten wir drauf, dass es Nacht wird. Das ist auch bescheuert. Der Zoo hat jetzt Hunger und Durst. Und hat nichts mitgenommen, oder? Das hat er. Ausnahmsweise hat er das tatsächlich mal gemacht. Aber jetzt natürlich nicht reichlich. Ja. Mach nix, sonst lutsche ich hier 10 Stück Wildbret hier. Dann kann ich lutsche darauf rum. Zur Not. Oder hier, was ist ein verrottetes Fleisch, kann ich auch noch nehmen. Ja, es gibt nur ein bisschen Dünnschiss. Ja, ne? Kennst du dich ja mit aus. Ja. Das Flauschige, wenn wir abgebürstet, dann passt das schon. Ja, wie kann ich abputzen, wenn ich einmal hängen lassen, wenn es trocken ist, einmal schütteln. Machst du einen auf Dingleberry Finn? Einmal schütteln. Ja. Oha. Okay. Da musste ich damals auch so, das ist auch wieder so eine Anekdote aus Gamer-Zeit. Mhm. Damals noch Liga gespielt habe, hier mit ganze Shooter-Scheiße und so. Da hatten wir einen bei uns im Squad aus Finnland. Mika Ketola wohnte seinerzeit in Nokia. Und hat auch bei Nokia gearbeitet. Und er hat meinen Horizont erweitert. Ich wusste zum Beispiel nicht, dass Nokia seinerzeit auch Gummistiefel hergestellt hat. Ne? Mhm. So eine kleine Side-Info. Mhm. Auf jeden Fall, er nannte sich Dingleberry Finn. Nicht Huckleberry, sondern Dingleberry. Und nicht Dingleberry, Moment mal. Ja, was Dingleberry ist denn, wisst ihr? Klabusterbären. Mhm. Ja, und er war dann der Klabusterbären Finn. Mhm. Ein Heidenspaß haben wir gehabt. Der war gut, ehrlich. Dingleberry Finn. Ja, werde ich nie vergessen. Guter Mann. Guter Mann. So. Ja, von mir aus können Sie kommen. Also, ich bin bereit. Ja. Ne? Also, finde ich. Können Sie tun. So eine Wanderhorde zum Aufwärmen hier, die schon mal so. Ne? Ja. So ein bisschen so rumschlägeln, ne? Ja. Dass der Ellenbogen schon mal warm wird. Ja. Aber jetzt seit der experimentellen 1.0 Release kam nichts irgendwie, dass sie an den Horden irgendwas geändert haben oder so, oder? Nein, warum? Aber wie gesagt, ich lese es. Nein, ich frage nur allgemein, weil ich habe jetzt, ne? Zum einen lese ich solche Sachen nicht. Weil es gibt halt Spiele, da mag ich halt die Vorfreude. Ne? Ja, so wie hier jetzt zum Beispiel. Aber hätte ja sein können, dass sie irgendwie, keine Ahnung, die Intervall, weil du gerade irgendwas sagtest, wenn jetzt nicht bis 4 Uhr mindestens die Horde durchläuft, wäre irgendwas nicht richtig. Das sagen sie doch. Das haben wir schon 2 oder 3 Mal gehabt, dass sie das gesagt haben. Weil alle anderen haben das bis 4 Uhr, immer. Und wir haben das irgendwie immer nicht. Ich weiß nicht warum. Ich meine, wie schnürt's dich? Also von daher, es ist egal. Nee. Und andersrum ist das ja aber auch, ich finde es dann auch irgendwo unlogisch, wenn das in der ersten Horde auch bis 4 Uhr durchgeht. Das finde ich total unlogisch. Weil die erste Horde immer die schwächste ist, logischerweise, dass du dich erstmal an gewöhnst. Ja. Ne, dass die soll dich ja nicht gleich von den Füßen hauen, was sie bei uns ab und zu mal macht. Aber nee, ne? Das sind erstmal nur eine Handvoll, die da kommen.
So. Ja gut, aber andersrum gesehen, da wir ja auch schon ein paar Stunden am Rücken haben. Wir kennen es. Und wissen wann, wie, wo, kommen wir wahrscheinlich in den ersten 7 Tagen vom Setting her ja weiter als üblich. Vielleicht. Ja, das mag sein. Das ist ja auch richtig. Aber jedes Mal, wenn wir die erste Horde hatten, war die ja, war die zu Ende? 12? Ja, vielleicht 1? So viel waren es immer nicht. Also, denn sind wir ja. Also die erste Horde war ziemlich fix durch. So nachher wäre das nämlich mehr. Bei der, nach der dritten, vierten Horde, ja, dann wird die ganze Sache ein bisschen angespannter und dann hast du auch mal durchgehend. Ja. Ne, und keine Ahnung, also ich habe mein Spielstand sozusagen einmal aufgeräumt und einmal mal auf Fehler überprüfen lassen und so weiter. Fehler waren nicht da. Okay. Ne, einmal nur durchchecken lassen, ne? Ja. Fehlerhafte Dateien und so Krams, ne? Aber da war nix. Nochmal gearbeitet. So, ich bin mal schnell nochmal zur Toilette, bevor wir loslegen. Alles klar, kein Problem. Kein Problem, was riechen da? Natürlich ist das kein Problem. Ach Gott. Ja, ausnahmsweise kein Problem heute. Nee, es geht ab, ne? Diesmal kneifst du aber zusammen hier. Ja, ehrlich. Nee, aber da war nichts. Ich habe mir auch gedacht, vielleicht ist da ja ein Fehler irgendwo, ne, dass einer, was das denn so rechtzeitig ab ist, weil die anderen, ich weiß nicht, also, keine Ahnung. Ich spiele ja auch nicht solo, das hier, ne? Spiele ich auch nicht solo. So. Ja, ich auch nicht. Ja. Und Schlefine rückt ja nicht mehr raus. Aber normalerweise, wie gesagt, die anderen schreiben ja von wegen, dass es bis 4 Uhr jedes Mal ist. Und das kann ich mir aber nicht vorstellen. Wie gesagt, die erste Horde ist immer so ein bisschen zum Warmwerden. Ne, so ein bisschen Angst machen, schaffen wir das alles und auch du Himmel. Und ne, dann kommt immer eine Handvoll und macht ein bisschen Lärm und dann ist die Sache durch. Nachher wird es nämlich interessanter. Oh ja. Wenn die wirklich da die, ne? Wenn da ein paar hundert ankommen und dann mal so richtig Rabatz machen. Ja. Aber wie Knarren hast du denn mit, sag mal? Ist ja die, wir haben auch noch Schaufel hier. Zwei Knarren habe ich dabei. Einmal diese selbstgebaute lange 7,6er hier mit 78 Schuss. Mhm. Ja, und dann die Pistole halt, ne? Ja. Ich hab eine Pistole mit. Das Gewehr habe ich zu Hause gelassen. Mist, vielleicht sollen wir schnell holen? Nein, jetzt nicht. Wird schon gehen. So, habe ich noch einen Punkt irgendwie? Habe ich noch. Nochmal nachschauen. Kann ich Revolver halt? Kann ich da einen Punkt reinballern? Jawohl. So. So. Die haben noch einen Punkt über. Was ist da denn? Noch einen Punkt mehr? Ich drehe am Rad. Ich brauche Intelligenz, ne? Ja. Ja, ich habe auch Intelligenz genommen. Ja. Dumm wie Brot, ne? Aber muss man was dazulernen. Ja, richtig. Dann haust du aber einen Punkt rein. Schon ist man wieder ein bisschen klüger. Ha! Ja. Da wird man von der Dumpfbacke zum Depp. Genau. So langsam. Ja. So. Ich bin mal gespannt, was hier ankommt. Bin ich echt mal gespannt. Lalalalalalo. Singen wollen wir jetzt nicht. Alter, was ein Wetter. Oh ja. Der Turm gefällt mir. Den finde ich cool. Was? Den Turm gefällt mir. Der Turm gefällt mir da. Der finde ich cool. Den muss ich gleich mal nachbauen. Auf jeden Fall. Ah, schön. Unser Schwimmbad. Genau. Mit dem Eimer und mit Wasser, ne? Ja. Ein Eimer, ein Fingerhut. Ha. Ja. Oder so. Herausforderung genommen. Ja. Ah, ist schade, dass der halt so instabil ist, ne? Wieso? Da könnte man viel draus machen. Ja, das stimmt. So ein Turm ist schon deshalb was Cooles. Ja. Naja gut, ich meine, unser Base steht noch nicht. Und ich denke mal, da wird auch ein Turm drauf kommen. Ja. Ne? Irgendwann werden wir uns einfallen lassen.
Ja, bei so einem Turm, wenn sie die vier Beine abgekloppt haben, dann fällt das Ding auch auseinander, ne? Ja. Ist noch 21:10. Fast soweit. Fast soweit. Cliffhanger. Cliffhanger.